Florina Marti, Gratulation zum Cup-Sieg. Wie gross war der Erwartungsdruck vor dem Spiel? Ja, es war natürlich schon relativ gross. Wir haben in der Winterthur die Saison schon zweimal geschlagen. Dementsprechend haben wir schon gewusst, wenn wir gut spielen, dann ist viel möglich für uns. Aber ja, in das Spiel geht man immer einfach von null rein und probiert das Beste. Das ist nachher sehr gut gelungen. Ab welchem Zeitpunkt hast du gedacht, das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen? Ja, ich glaube, dort, wo wir im Mitteldrittel drei schnelle Goal geschossen haben, habe ich schon gedacht, ja, sorry, das wird schwierig für Winterthur, um das aufzuholen. Vor allem habe ich gefunden, wir sind defensiv auch relativ gut gestanden und haben drei Mengen gemacht. Und ja, aber logisch, ins letzte Drittel gehst du nie, auch wenn ein Vorsprung ist, rein, mit dem Gedanken, oh, das kommt jetzt easy und das bringen wir jetzt einfach noch heim. Wenn man 8 Goal schießt und nur 2 bekommt, hat man eigentlich sehr, sehr gut gespielt. Ist es ein perfektes Spiel von eurer Seite? Perfekt würde ich nicht sagen. Das ist natürlich immer, wenn man noch ein 0 hätte, dann wäre es perfekt. Aber eben, wir haben wirklich wenig zugelassen. Wir hatten sogar noch mehr Chancen gehabt, um es noch höher, den Score noch erhöhen. Und, aber es war sicher ein sehr gutes Spiel von uns heute. Ja. Was hat so ein Cup-Sieg für einen Einfluss? Was gibt es für Gefühl für noch die kommenden Aufgaben in den Playoffs? Ja, das ist natürlich etwas sehr Lässiges, vor allem auch für das Teamgefühl speziell. Also wir werden heute Abend sicher noch ein bisschen feiern miteinander, eine gute Zeit haben zusammen. Und auch für jetzt Playoffs habe ich aber keine Angst, dass wir dann nicht bereit sein werden. Aber eben, es ist so ein erster Meilenstein auf dem Weg zum Finale, den eigentlich, wo natürlich das Hauptziel ist. Merci mal, Florina. Danke. Top, danke.